Moin, Rüdiger Fuchs aus Grube, Pastor in Ostholstein. Ich liebe Gegenstände, zum Beispiel diesen hier. Hat mir jemand vor vielen, vielen Jahren geschenkt. Ich habe ihn mir, diese betenden Hände von Albrecht Dürer, habe ich mir genau im Treppenaufgang hingehängt, wo es hingeht, abends zum Schlafzimmer, sodass ich daran erinnert werde, meine Hände zu falten für Menschen, an die ich denken möchte. Wir sind gerade beim Thema Gespräch mit Gott. Wir hatten zunächst das Thema still vor Gott werden. Dabei kann es dann manchmal dunkel werden. Erinnerungen, die wir gedeckelt verdrängt haben, können hochkommen. Dann haben wir die Möglichkeit eines Klagegebetes, Gott die schweren Dinge sagen, die uns bedrücken, die wir nicht verstehen. Es kann auch sein, dass wunderschöne Dinge in Erinnerung kommen oder Begegnungen mit Menschen oder Menschen, an die man schon lange nicht mehr gedacht hat, die einen geprägt haben. Dann kann man Dankgebete sprechen für die Geschenke, die Gott einem macht. Oder man kann auch bei diesem Stillwerden vor Gott plötzlich merken, wie wunderbar Gott selbst ist, seinen Charakter sich neu vergegenwärtigen, sich unter seine liebenden Augen stellen und Lobgebete sprechen oder singen, also Gott Komplimente machen. Heute möchte ich nun zu den faltenden Händen kommen, zu Fürbittgebeten, also beten für andere. Ich möchte erinnern an einen ganz tollen Mitarbeiter unserer Gemeinde, viele Jahre, kein lauter, ein ganz stiller, Vincente hieß er. Letztes Jahr ist er von unserer Gemeinde gegangen. Vor vielen Jahren lernte ich ihn kennen, weil er immer bei Beerdigungen auftauchte und sich ganz still dazusetzte. Und eines Tages sprach ich ihn an, weil er so häufig zu sehen war bei Beerdigungen, ob das alles seine Verwandten und Freunde seien, die er mit zu Grabe trägt. Nein, sagte er, das ist meine Gemeinschaft und ich weiß, heute müssen wir beten und ich möchte mithelfen, dem Pastor zum Beten. Also ich habe in meiner Gemeinde ganz tolle Edelsteine, die gar nicht so groß in Erscheinung treten manchmal. Die sind an den verschiedenen Stellen und sie falten ihre Hände für andere, für mich, für unsere Gemeinde, für die Welt. Fürbittgebete. Und darüber freue ich mich sehr. In dieser Zeit, wo wir für manches mehr Zeit haben, wofür wir sonst keine Zeit haben, nimm dir doch Zeit. Überleg dir, für Menschen zu beten. Gott wird was daraus machen. Du kannst stammeln, du kannst die Hände falten oder auch nicht falten. Gott braucht da keine bestimmte Haltung. Allerdings ist es eine Audienz mit dem Höchsten. So sich hinflegeln vor Gott und Ellbogen auf dem Tisch oder so, wie auch immer, ist nicht die beste Haltung, um sich zu konzentrieren auf Menschen, für die du beten möchtest. Also, ich wünsche dir Zeit für die Fürbitte für andere Menschen. Gott segne dich dazu und vielen Dank, wenn du für mich und andere betest im Namen des Schöpfers.